Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Let's Test und zwar von Darknet. Ja, ich begebe mich diesmal ins Darknet und versuche hier einige zu hacken. Dazu muss ich schon sagen, ist wieder ein angespielt, heißt ein kleines Let's Test und das Spiel kostet an sich, wir gehen erstmal nicht rein, ja, das Spiel kostet an sich eigentlich 15 Euro knapp, ist jetzt aber im Angebot. Ab, ich muss eben lesen, drücke für mehr Netzwerk, um ein Netzwerk zu starten. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal ein einfaches. Was nehmen wir? Wir nehmen einfach mal das, ja? Dass ein Kunde in Marokko möchte das Ziel anschwärzen, schnappt dir alles. Ja? Oder. Was war das? Der Speicher in Smartphones, erhalte alle Zugangskontrolle und schicke die Daten an den Kunden. Ja, alles klar, machen wir. Verbindung wird initialisiert. Ist momentan ein Angebot, momentan knapp 10 Euro. Ist eigentlich ein VR-Spiel, deswegen Darstellung des Netzwerks wird geladen. Schaue ich hier auch ein bisschen komisch auf den aus der Wäsche. Angezeigten Timer. Er gibt an, wie viel Zeit dir bleibt, bevor dein Angriff auf das Netzwerk entdeckt wird. Wenn die Zeit abläuft, wirst du für deinen Hack nicht bezahlt. Oh, 37 Minuten, oder? Der Timer wird erst gestartet, wenn du mit deinem Hack beginnst. Plane deinen Angriff also gründlich voraus. Alles klar. 37 Minuten. Wir sind jetzt hier im Netzwerk. Wir können hier verschiedene Sachen. Wir haben einmal Viren. Würmer habe ich noch nicht. Ich habe bislang auch nur die Einführungsrunde gespielt. Exploits und Hydras, ja. Viren. Ja, damit nehmen wir hier so einen Knoten, ne? Und hacken den. Ja. Erkläre ich gleich noch, was ist. Mit den Hydras nehmen wir uns einen gehackten Knoten, ne? Und verteilen dann die Viren auf die noch nicht geschützten Knoten. Die mit den blauen Umrandungen sind alles Firewalls. Heißt, die kann ich zwar auch hacken, ne, aber die können dann die Hydras nicht so verbreiten, ne, da stoppen dann die Hydras dann. Und die Exploits, die lassen den Knoten halt einfach so verschwinden. Die mit den grünen Dingern hier, die geben mehr Geld, ja, man sieht dort 1600k circa, und das hier nur 18k, ja. Deswegen das mit dem Grünen gibt mir Geld und wir sollten jetzt erstmal mit so einem einfachen anfangen, wie das. Netzwerksuche ausgelöst. So, und jetzt haben wir ca. 37 Minuten Zeit, genau. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Wir haben ein Virus und wir müssen jetzt hier den Virus irgendwie verbreiten. Dazu schauen wir einfach mal. Wir starten den Virus von da hier in das Netzwerk, ja, hier in einen Knotenpunkt und drücken dann auf den Kern. Und der verbreitet sich dann halt, ja. Und er muss in den Kern gelangen, damit er halt gehackt wurde. Dann kriegen wir ein bisschen Guthaben. Und mit dem Guthaben können wir, wie schon gesagt, hier Hydras und so weiter kaufen. Was wir auch jetzt einfach mal kaufen, ja. Hydras senden wir jetzt einfach mal in den eroberten Knoten rein, ja. Und ihr seht, die orangenen Dinger erobern direkt diese Dinger. Aber bei den Knoten mit den Schilden, ne, bei den Geschützten, bei der Firewall, ist dort halt ein bisschen kritisch, denn dort machen sie einfach nicht weiter. Deswegen muss ich hier jetzt so einen Wächter einfach mal auflösen. Und ihr seht hier schon direkt, das geht ein bisschen schwerer. Mit einem Virus schaffe ich das nicht. Ich muss eben schauen, wie mache ich den jetzt hier weiter. Ich glaube hiermit. Ah ne, warte, stopp. Oh, ich wollte eigentlich ein Virus kaufen. Weil mit einem Virus schaffe ich das hier auch nicht, weil ich kann ja hier einfach mal reinstarten, ne? Klicke auf den Kern und ihr seht, tock, tock, zack. Firewall greift an, hat mich entdeckt und blockiert das direkt. Deswegen brauche ich mehr Viren. Ja, mehr Viren, wir kaufen hier mehr Viren ein. Und vielleicht ein Exploit. Ja, wie gesagt, der lässt den einfach alles verschwinden. Brauchen eigentlich diese Ringe, die zeigen immer die Firewalls an, die gerade darum stehen. Das sind 4 Firewalls und wir bräuchten eigentlich nur eine. Ja, da tun wir den rein. Zack. Und haben die Firewall aufgelöst.
Heißt, ich kann jetzt zum Beispiel hier einen kleinen hacken. Ja, den hier. Ich mache das alles ein bisschen schneller, weil ich gerade ein bisschen Zeitdruck habe. Und kann jetzt meine drei Viren hier drin verteilen. Ich glaube, ich brauche gar keine drei Viren, weil hier sind die weit genug auseinander, sodass die, glaube ich, nicht da dran kommen. Oder? Richtig. Ja, der ist im Kern. Zack. Die Viren, die verbrauchen sich auch nicht. Ja, die habe ich immer. Und jetzt nehme ich mir eine Hydra. Ja. Und steck sie wieder da rein. Du kannst einen Knoten, den du bereits erobert hast, nicht nochmal. Keine Hydra. Ich muss eben einkaufen. Und zack. Ja. Das verbreitet sich jetzt immer und ich krieg dadurch ja auch Geld. Ja, hier 200.000. Jawoll. Dadurch. Ah, hier unten ist noch. Oh, hier ist ganz, ganz viel. Exploits bitte. Den. Exploits können nur gegen Wächterknoten und den eingesetzt werden. Jawohl. Dadurch löst sich nämlich eine Firewall. Den hier unten. Jawohl. Ich würde sagen, noch einen. Und zwar den hier unten. Sehr gut. Boah, wenn ich hier jetzt gleich eine hacke, dann ist es als Schicht im Schacht. Zack. Alles klar, das ist jetzt schon ein bisschen schwieriger. Denn ich habe. Ah, ich habe nur drei. Okay. Dann mache ich das so, dass ich hier einen reinschicke. Ja, und damit die Firewall hier eliminiere. Ja. Und dann hier zwei reinschicke. Und die sich dann gleichzeitig ausbreiten und hoffentlich jetzt zum Kern kommen. Ja. Kommen sie. Alles klar. Erobert. Ja. Und jetzt schicke ich hier wieder eine Hydra los. Ja. Einkaufen. Zack. Schicke ich los da rein und die verbreitet sich jetzt hier. Wie ihr seht, der Virus verbreitet sich. Alle pinken Dinge, die habe ich schon eingenommen. Und alle gelben sind noch nicht befallen. Zack, 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 zack. Sehr schön. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich wieder Geld bekommen. Und wir müssen natürlich den Stammknoten hier, der grün umrandet ist und so einen richtig fetten Ding hat. Den müssen wir natürlich knacken. Dann haben wir alles geknackt. ICE. Okay. Ich glaube, wir sollten hier mal reingreifen. Kann ich hier die Exploits benutzen dafür? Zwei nur. Das sind voll viele Fireballs. Ich würde sagen, hier einmal rein. Zack. Eine weniger. Hier einmal rein. Und ich hätte gerne noch einen, glaube ich. Einen hätte ich jetzt, glaube ich, noch. Aber den kann ich mir nicht leisten. Gut, dann gehen wir einfach mal hier rein. Und hacken nochmal. Ja, die zwei. Die sind doch prädestiniert dafür. Ja, bloß keine Firewall drumherum. Ansonsten entdecken die mich. Das könnte hier knapp werden. Klappt nicht. Scheiße. Haben wir trotzdem erobert? Wie? Hä? Wie denn das? Ah, ich weiß wieso. Ja, die Firewall, die konnte nicht rechtzeitig alles besiegen. Die hat sich nämlich noch währenddessen ein bisschen verbreitet. Das heißt, jetzt könnte ich... Nee, immer noch nicht. Mann. Den hier müsste ich hacken für die Firewall. Kann... Ja, seht ihr, wie groß das ist, ne? Das erinnert mich auch ein bisschen an Minesweeper. Dieser Firewall, ja, hier sind grüne Punkte drum. Das ist die letzte Rettung sozusagen. Aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ja. Ich bräuchte aber noch ein bisschen Geld. Ein bisschen Geld bräuchte ich noch. 18.000. 6.000. Da ist noch eine Firewall drum. Dann nehmen wir nochmal das. Ja. Versuchen wir einfach mal. Und ihr seht jetzt, die versucht das zu erlangen, aber schade. Klappt auch. Das. Ja, schafft er auch. Scheiße. Ja. Scheiße. Gehen wir mal raus. Machen wir alles nochmal von neu. Hier doch eigentlich mal auslösen. Das hier eigentlich mal auslösen. Hä. Bisschen scheiße jetzt. Das
werde ich nicht schaffen wieder. Schwierig. Vielleicht brauche ich neue Viren. Ich brauche mehr Viren. Ja. Mehr Viren, dann finde ich nämlich auch ein paar. Warte, wo war ich jetzt? Da. Dann kann ich nämlich auch besser hacken. Dann mache ich nämlich den hier erstmal weg. Ja. Mach ich so. Ah ne, die nicht. Dann mache ich hier erstmal so. Damit die hier erstmal alle weg sind. Ja. Und jetzt mache ich so. Damit wir da dran kommen. So, bloß nicht schnell genug ausbreiten. Oder hier schneller. Jawohl. Alles klar. Sehr gut. Dann ist da auch alles wieder aufgelöst. Das heißt, der hier. Den müssen wir eigentlich noch mit einem Exploit. Aber den kriegen wir leider nicht. Versuchen wir es nochmal. So. Überlegen. Was könnten wir ausschalten? Ich könnte erstmal den hier. Dann könnte ich wahrscheinlich den. Dann den da. Oder? Jetzt ist den da. Ich glaube, zuerst den da. Kommt genau das gleiche drauf hinaus. Dann benutze ich den da. Der wird hier jetzt das hier freischalten. Dann habe ich aber kein Virus mehr. Seht ihr jetzt, das Grüne ist genauso eine Firewall. Ja, zack. Nee, das klappt noch nicht. 28 Minuten noch, scheiße. Dann entdecken die mich, das ist nicht allzu gut. Kann ich denn das hier? Die sind nämlich nicht geschützt, alles klar. Da ist nämlich keine Firewall drum. Nehme ich das hier. Alles klar. Gut, dann nehme ich die zwei. Mach es nochmal. Oh, das wird knapp. Oh, habt ihr es gesehen hier? Habt ihr es gesehen? Wie viele habe ich noch? Zwei. Nee. Ich glaube, das klappt nicht. Die kriegen den doch schon direkt. Dann muss ich hier nochmal. Das hier auf jeden Fall erstmal. Muss ich das hier eigentlich mal machen? Dann das hier, damit der hier wegkommt. Jawohl. Und dann kann ich hier nämlich die zwei machen. So, dann habe ich nämlich auch genug Zeit. Außer der hier unten kriegt jetzt noch was ab. Oh. Der hier unten macht das immer so knapp. Der da unten macht das so knapp. Machen wir den einfach mal weg. Geht nicht weg. Wie geht dann da weg? Ja. Hier den jetzt. Ich glaube, der macht das gar nicht knapp. Und die zwei. So. Jetzt aber. Komm. Komm. Und. Jawohl. Boah, war das knapp wieder. Sind die 160.000. Ja, voll. Und die Firewall ist da auch nicht mehr dran. Das heißt, ich könnte mir jetzt einen Exploit gönnen, ne? Genau. Alles klar, Exploit geht da dran. Zack. Und eine Hydra hätte ich gerne. Ja, die setze ich jetzt einfach mal hier dran. Und dann haben wir das auch schon wieder. Hat sich auch gelohnt. Boah, das kann echt noch ein langer Weg werden, ne? Alter Vater, 25 Minuten noch. Oh. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Exploits. Ganz, ganz viele. Drei Stück habe ich jetzt. Hier einen dran. Da einen dran. Würde ich eigentlich hier einen noch dran tun. Da einen dran.
Oh. ICE ist ein eingefrorener Dingsbums. Okay. Firewall ist immer scheiße. Haben wir noch einen Export für das ICE da? Haben wir sonst noch ein ICE? Nee. Gut. Dann kaufen wir uns noch ein paar Viren, weil damit klappt es eigentlich ziemlich gut. Wenn man am meisten Viren hat, ist alles gut. Ja. Gut. Versuchen wir es mal so. Gleichzeitig bitte. Jawohl, gleichzeitig die Viren ausgelöst, alles gut. Ja. Ups, nein, jetzt hab ich... Oh, das wollte ich gar nicht. Mach mal so. Jetzt könnte ich doch eigentlich die drei hier nehmen, oder? Oder ich mach das so. Nee. Ah, jetzt hab... Oh, das will ich nicht. Rechtsklick, das ist nämlich immer zurückgehen, also neu starten. Und das will ich eigentlich nicht. Mach ich so. Boom. Dann mach ich so. Hoffentlich klappt das hier. Oh, das wird knapp. Ganz, 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 ganz knapp. Scheiße. Nochmal. Das waren nämlich verschwendete Sachen. Die zwei auf jeden Fall, um die Firewall da vorne wegzukriegen. Wie viele Dinge habe ich? 5. 1, 2, 3, oh. Mach ich mal so. Mach ich mal so. Mach ich mal so. Genau, so ist es. Und dann mach ich mal so. Alles klar. Das müsste klappen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alles klar. Gut, damit habe ich hier auch wieder eine Firewall besiegt. Boah, das ist schwer. Das klappt hier gar nicht. Boah, wie mache ich das jetzt? Hier ist noch so viel. Nein. Eine Seite habe ich ja schon mal fertig. Nehme ich das? Nehme ich das? Ich nehme das, glaube ich. Ja, die sind ja relativ easy, würde ich sagen. Weil ich ja so viele davon habe, sind die easy. Genau. Sehr gut. Kann ich jetzt das nehmen? Die hat ja jetzt keine Firewall mehr. Ja, die sind auch easy. Komm. Einfach der da unten. Ja, das klappt. Das klappt. Boom. Boah, 300.000. Nice, 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 nice. Ja. Den da vielleicht? Schauen. Mit sieben Dingern hier klappt das echt hervorragend. Ich weiß nicht, was diese orangenen Streben da sind. Vielleicht direkte Verbindung an der Firewall. Nee, ich würde sagen, ich nehme D. Ja, der hier ist hinterher unser Auslöser. Dann nehme ich, glaube ich, die 3. Jetzt erstmal die Firewall und dann nehme ich den. So, das sollte hier eigentlich, glaube ich, klappen. Dann haben wir die Firewall umgangen. Und nicht komplett kaputt gemacht, aber umgangen. Ja, voll. Sehr gut. So, da ist die Firewall kaputt. Dann nehmen wir mal den. An sich finde ich das Spiel echt... Wow. Ja, ganz okay. Ja, für zwischendurch so. Ob das 10 Euro wert ist, müsst ihr entscheiden. Ja, 10 Euro bzw. 15 Euro, das weiß ich nicht, ob das so viel wert ist. Aber es macht hier Spaß. Ist ja ein bisschen Rätselspiel, ein bisschen Puzzlespiel und alles. Kann man sich mal gönnen. Das auf jeden Fall. Hier die Firewall auf jeden Fall erstmal kaputt machen. Könnt ihr eigentlich alle. So, bumm. Bumm. Nehme ich den als nächstes. Zack. Da seht ihr, wenn man genug Viren hat, klappt das auch.
So, das ist jetzt erstmal nur, um diese Firewall zu umgehen. Damit die halt nicht alle immer so geschützt sind. Kann ich den Exploit kaufen? Jawohl, kann ich kaufen. Sogar zwei, nice, nice, nice. Den. Wumm, keine Firewall mehr. Den. Wumm, nur noch eine Firewall. Und dann kann ich ja den hier kaufen. Ah, die haben Schilde, ne? Na, die haben Schilde, das ist halt nicht so gut. Ich muss den Wächter hier eigentlich mal besiegen. Die Wächter sind immer ein bisschen kritischer. Hm, ja. Wenn ich zwei mache, dann geht der hier kaputt. Ich will den eigentlich nicht kaputt haben, aber ich probiere es einfach. Ah, nee, der kam direkt da dran, nice. Nice, okay. Alles klar, dann nehmen wir den Wächter hier noch. Da ist eine Firewall dran. Komm, nehmen wir den Wächter hier noch. Ja. Komm, die drei, die packen das. Easy. Ping, 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 ping. Ja, das ist immer so ein Sekundentakt. Hinterher kann man das auch noch aufmotzen. Also wie schnell die sich verbreiten. So, da setze ich dann gleich eine Hydra dran. Und dann nehmen wir uns hier das vor. Obwohl, wenn ich jetzt eine Hydra dran setze, kriege ich direkt Geld. Eine Hydra dran. Ping, 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 ping. Ping, ping, ping. Alles klar, jetzt habe ich wieder Geld, 700.000. Alles klar. Und jetzt muss ich eigentlich die Exploits... Ah, die sind aber... Die sind teuer. Ja, die sind teuer. Eigentlich nicht allzu geil. Bling. Und... Bling. Bling. Jawohl. Können wir den machen? Da ist eine Firewall dran, aber der ist, glaube ich, riesig, ne? Ja, aber es dürfte noch gehen. Nehmen wir die drei. Bling, 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 bling. Ne, ist auch nicht schnell genug. Nehmen wir die, ja. Bling, bling. Alles klar, dann nehmen wir den. Scheiße, ach nö. Machen wir nochmal. Den hier erstmal. Dann machen wir den hier. Erstmal die ganzen Firewalls wieder auslöschen. Den da. Und den da. Damit die sich hinterher irgendwie nicht behindern können. Scheiße. Machen wir nochmal. Den. Den und den. Und jetzt den, damit der hier erstmal die Firewall wegmacht. Hoffentlich kommt der hier nicht dran. Nicht drankommen, nicht drankommen, nicht drankommen. Oh, war das knapp. Aber jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es, glaube ich. Oh, es wird langsam knapp. 15 Minuten könnte echt knapp werden. 1 Million haben wir da gekriegt. Das ist sehr schön. Sehr gut. Also wir können eigentlich neue Exploits kaufen. Da bin ich eigentlich dran. Bling. Alle weg. Der Wächter ist nicht so groß, ne? Der ist nicht so wertvoll. Bling. Und eigentlich noch einen. Bling. Jawohl, hier ist alles. Da jetzt. Ja. Wenn man genug Geld hat, klappt das jetzt alles auch. Ja. Jetzt noch eine Hydra dran, damit wir neues Geld kriegen und als hier infizieren. 15 Minuten, okay. Bling, 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 bling. Und so langsam sind... Wir sind jetzt schon beim Kern. Ja, wir haben hier alles infiziert, ne? Sind jetzt beim Kern. Müssen da eigentlich nochmal einen Exploit kaufen.
orangenen Dinger, die Hydras, sind die noch unterwegs? Nee, ne? Schade. Aber den könnten wir... Ja, den machen wir auch so, glaube ich. Was ist das? Schwarzes Loch? Okay. Mach ich mal das. Um die hier irgendwie zu entsorgen. Jawohl, dann können wir die nämlich hier so ausbreiten. Was? Der zerstört das Netz? Oh. Oh, oh, oh. Der zerstört echt das komplette Netz. Oh nein, wir haben... Oh, nö. Schade. So. Jetzt mal bitte... Ich muss aufpassen. Nein. Oh, ich muss hiermit erstmal das Netz zerstören. Mit den Vieren. Ja. Genau. Damit ein Netz zerstören. Genau. Und die beiden infizieren jetzt hier alles. Bling, 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 bling. Und geschafft, oder? Jawohl. 23.000 nochmal. Ich hätte gerne hier einen Exploit noch. Mann. Die Firewall, die muss ich wegkriegen. Die muss ich irgendwie wegkriegen. Ja. Nee. Die zwei vielleicht. Hier vielleicht erstmal etwas wegzukriegen. Ja. Okay. Vielleicht geht er ja hier so drüber. Ne, breitet sich sofort aus. Wir machen es nochmal. Machen es einfach nochmal. So, und die zwei. Die zwei machen es jetzt nochmal und hoffen, dass sie ja da nicht irgendwie gestört werden. Jawohl, geschafft, ganz knapp. Alles klar. Ist echt immer so eine Millimeterarbeit. Aber das klappt dann irgendwie schon. Exploit. Nein, ich habe nicht genug Geld. Eine Hydra könnte ich nochmal kaufen. Mach ich auch nochmal. Fehler. Hydras können nur in eroberten Virus mal installiert werden. Erstmal meckern, ne? Ja, ja. Meckern kann man immer am besten. Das hier. Damit der das auslöscht. Mal schauen, ob der hier drüber geht. Der muss hier drüber gehen, ne? Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp. Ah! Mann! Das hier erstmal kaputt machen. Das hier kaputt machen. Dann. Das hier eigentlich kaputt machen. Ich komme nämlich mit nicht durch irgendwie. Mal das. Und dann machen wir mal das und das. Mal schauen. Wird noch knapper. Nochmal. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hier hinten so einzunehmen, das wäre, glaube ich, extrem doof. Das wäre einfach nicht dumm. Denke ich mal. Den da. Den da. Jetzt, jetzt soll es klappen. Ja, jetzt hat er Platz, jetzt hat er lange Zeit. Bitte nicht an irgendeiner Firewall zerstört werden. Jawohl. Sehr gut. Kommt jetzt eine Hydra. Da kommt jetzt eine Hydra. Wenn du Zugang zu einem Sichter dran wähle Viren. Pling, pling, pling. Alles klar.
Jetzt kommt noch der letzte Knotenpunkt vor dem Stamm. Und dann haben wir es geschafft. Vor dem Stamm. Da ist nochmal so ein schwarzes Loch. Machen wir einfach mal. Komm. Jetzt soll der Geiz. Machen wir einfach mal so ein schwarzes Loch. Der könnte doch jetzt, glaube ich, schon direkt machen, oder nicht? Ja, alles klar. Gut, jetzt kommt der Stamm. Stamm ist echt immer hart. Der Stamm. Das ist so riesig, ne? Das ist krass. Das ist die gesamte Festplatte sozusagen. Der gesamte Datenspeicher. Das hier lösche ich erstmal aus. Dann benutze ich vielleicht die 2. Das könnte gut klappen. Ping, 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 ping. Ja. Hier links ist was ausgelöst worden. Da ist was ausgelöst worden. Dann mache ich das noch eben weg. Und das hier. Und das hier vielleicht. So. Ob der jetzt noch was macht, weiß ich nicht. Komm schon. Ping, 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 ping. Es verbreitet sich. Es verbreitet sich. Daten gesichert. Oh mein Gott. Alles lila. Knoten erobert, 140 Verdienstesguthaben, 4 Millionen. Alles, ja, wir haben es gehackt. Wir haben es gehackt. Software verwendet, 7 Viren, Hydras, Würmer. Würmer, habe ich keine Ahnung, was das ist. Und 20 Exploits. Abgeschossen, 28 Minuten. Wir hatten noch 8 Minuten Zeit. 8 Minuten. Direkter Download wird gestartet. Und wir laden uns jetzt die Datei runter. Jetzt hätte man, ja, hier sind die neuesten Berichte, Neuigkeiten und so weiter, hier kann man irgendwas programmieren, keine Ahnung, was das ist. Was weiß ich, vielleicht irgendwelche Mods oder so weiter, oder Cheats oder so. Ja. Ansonsten kann man hier noch upgraden, so 10.000 Startguthaben, Würmer freischalten, wir schalten mal die Würmer frei. Du erhältst Zugriff auf Würmer beim Hacken. Würmer sind komplexe Malware. Programme, die sich durch ein Netzwerk graben, um einen geschützten Knoten zu erreichen. Oh, cool. Upgrade freigeschaltet. Upgrade freigeschaltet. Wie viele haben wir noch? 12. Schöne Revieren werden hier. Was ist das denn? Der Backbone ist ein extrem gesichertes, verstecktes Netzwerk, das riesige Mengen an Netzverkehr bearbeitet. Betreten auf eigene Gefahr. Upgrade freigeschaltet. Nehmen wir auch noch Deep Web Zugang. Betrachte versteckte Netzwerke und lukrativere Premium in Deep Web. Nur Faker mit einer Fähigkeitseinstufung von mindestens 50%. Wir haben 2,9. Okay. Datenansicht freischalten. Erhalte Zugriff auf reinen Netzwerkcode. Beim Hacken mit Übung können Hacker so verborgene Netzwerkdaten lesen. Cool. Alles klar. Ja, das nächste wäre dann halt, wie gesagt, hier wieder die Dinger. Großrechner wäre hier noch. Was wäre das größte? 27, 23. Ich schaue jetzt nur auf die BCC. Erstmal. Ja, das wäre. Warte, 27 vorwärts, 27 hier. Eine Spionagemission gegen ein Unternehmen. Hol dir alle Daten vom genannten Server, am besten unentdeckt. Ja, alles klar. Gut, dann wissen wir, wo wir stehen, ne? Gut. Und ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, dass, wie ihr das Spiel findet, ob 15 Euro echt gerecht ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch eher so ein, keine Ahnung, 3-4 Stunden Game. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Gebt dem Video auch mal eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Test oder beim nächsten Projekt. Und dann, ja. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.